Storytime, warum ich die letzten Tage im Krankenhaus war. Ich habe das Video gestern erst hochgeladen, als ich wieder zu Hause war und es mir wieder ein bisschen besser ging. Viele dachten ja, dass es wegen meiner Mental Health war, aber da kann ich Entwarnung geben. Mir geht's wieder gut. Zumindest so gut, wie es einem gehen kann nach so einer Krankenwelle. Ich hatte danach ein gutes therapeutisches Gespräch und mir ist klar geworden, dass ich zwar einen Fehler gemacht habe, der nicht okay war. Ich habe mich auch bei Dani persönlich entschuldigt. Diese ganze Welle wurde ja nicht von uns ausgelöst. Ich habe zwar das Video gemacht, habe es ja wieder runtergenommen, habe mich bei Dani entschuldigt. Aber so richtig hochgepusht haben es halt andere Influencer, die damit User erzeugen wollten und Hass gegen mich schüren wollten. Und natürlich die ganzen Kommentare, die es noch hochgepusht haben. Warum ich im Endeffekt im Krankenhaus war, ist, weil ich mir einen ganz üblen Infekt hier in Santorini zugezogen habe. Manche haben mir auch unterstellt, dass ich das Ganze fake für Aufmerksamkeit und ich schwöre euch hier und jetzt auf meine ganze Familie, dass ich sowas nicht für Aufmerksamkeit ausnutzen würde. Mein Papa ist der Arzt und meine Mama ist Krankenschwester und ich war oft bei der Arbeit dabei und weiß, wie schlimm es Menschen im Krankenhaus geht. Deswegen würde ich niemals sowas ausnutzen. Und anhand von den Medikamenten konntet ihr auch sehen, die sind alle verschreibungspflichtig und die muss ich alle in den nächsten 7 Tagen noch nehmen. Mittlerweile geht es mir wieder ein bisschen besser, aber ich muss mich auf jeden Fall noch erholen.